Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Heute gibt es das Unboxing zum Goodiebox Adventskalender. Der hat auch lange auf sich warten lassen. Es ist schon lange her, dass ich ihn bestellt habe. Er ist jetzt erst angekommen. Aber umso spannender finde ich es jetzt, ihn auszupacken. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe kein Adventskalender-Unboxing zu diesem Adventskalender geguckt. Also ganz viel Spannung. Ich habe den Adventskalender für 89,95 gekauft. Aber normalerweise kostet er 99,95. Ich werde euch die Seite von Goodiebox unten in die Infobox packen. Da könnt ihr einfach mal stöbern. Und falls ihr die Goodiebox, die Abo-Box abonnieren wollt, gibt es unten auch nochmal einen Link. Wenn ihr über diesen Link ein Abo abschließt, kriegt ihr die erste Box für 50% günstiger und noch ein Willkommensgeschenk dazu. Also das lohnt sich auch. So, der Goodiebox Adventskalender ist so angekommen. Der war hier drinne. Das habe ich schon mal rausgemacht. Hier steht einfach, glaube ich, drauf, der Goodiebox Kalender 2021. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Und dann war hier diese weiße Box. Die ist relativ groß, ist auch wieder mit so einem Schubladensystem, ein bisschen so wie der Glossybox Adventskalender, aber das hat hier nur 3 Schubladen. Und jetzt kommt die Überraschung, wenn man den Deckel öffnet, tada, ist hier ein Spiegel drin. Und also so ein richtig schöner Schmuckkasten, den kann man am Ende so benutzen und dann hat man hier noch einen Spiegel. Also das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Und das war's mit dem Adventskalender, der ist sonst ganz, ganz schlicht gehalten. Hier oben steht noch schlicht Goodiebox drauf und es ist weiß, würde ich sagen, aber es könnte auch so ein ganz, ganz helles Blau sein. Und dann war hier ein Heftchen mit dabei. Aber in diesem Heftchen stehen keine Preise drin. Ich glaube, hier stehen nur die Produkte mit den Inhaltsstoffen drin. Hätten sie ja gleich die Preise mit reinschreiben können. Aber die Preise stehen einfach nicht mit drin. Finde ich ein bisschen blöd. Das fand ich jetzt beim Glossybox-Kalender besser, dass gleich ein Heftchen dabei war. Nummer 1 ist relativ groß. Ihr seht auch, die Kästchen sind in lila gehalten. Und hier ist auf jeden Fall ein riesen Produkt drin. Ups. Es schnuppert auch ganz, ganz stark. Und zwar ist es von Human and Kind. Ein Body Wash mit Orange. Also ein Waschgel, würde ich sagen. Riecht sehr, sehr stark, obwohl es zugeschweißt ist. Nummer 2 ist schon kaputt hier. Ich habe es noch nie aufgemacht, aber es ist schon ein bisschen kaputt. Und hier ist von The Cure Perfect Base Hyaluronic Drops drin. Die hatte ich auch schon mal irgendwo drin. Waren die nicht gerade in dem Goodiebox, in der Goodiebox, in der regulären drin? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dieses Produkt schon mal. Wir kommen zur Nummer 3. Und hier ist was drin von Nude de Wagyu. Wagyu, keine Ahnung. Und zwar ist das eine Sleeping Mask. Die sind auch sehr beliebt, diese Sleeping Mask. Aber im Endeffekt sind es halt einfach Cremes, die man vorm Schlafen aufträgt. Die muss man dann halt nicht mehr abwaschen, ne? Nummer 4 hat auch wieder hier so ein Typchen. Und zwar ist hier von Marie Stella Maries ein Hand and Body Lotion drin. Also eine Körpercreme und eine Handcreme 2 in 1 in der Nummer 10, okay. Care for Water, Rock Roses, okay. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil der ganze Adventskalender hat jetzt so viele Produkte drin, weil bei dem Goodiebox Adventskalender, wie auch bei der Goodiebox an sich, ist es ja so, dass sie aus Dänemark kommt, viele neue Produkte hat, die man vielleicht noch gar nicht kennt und da ist halt so ein Heftchen schon nicht schlecht. Ich zeige euch jetzt einfach, was drin ist. Manche Dinge kenne ich ja schon und das kriegen wir schon hin. Wir kommen gleich zu 5. Okay, und die 5 hat was drin, was ich gerade noch nicht identifizieren kann. So sieht's aus. Ich hoffe, es fokussiert. Und zwar ist es ein... Ja, von Raven Salona. Das ist, glaube ich, so ein Scrub-Ding. Nee. Was ist das denn? Okay, es könnte natürlich so ein Ding sein, womit man sich seinen Rücken wäscht. Kann ich mir vorstellen, dass man das vielleicht so über seinen Rücken macht. Aber ehrlich gesagt kann ich euch nicht sagen, was das sein soll. Also man soll es auf jeden Fall... Okay, hier steht, man soll es in der Dusche benutzen. All over your body. Also für den ganzen Body. Okay, sehr interessant.
komische Länge, komische Form auf jeden Fall. Wir kommen schon zur Nummer 6, zu Nikolaus. Man macht sich ein bisschen die Fingernägel kaputt hier an diesem Adventskalender. Und was ist hier drin? Hier sind Eyepatches drin von IVIA oder so. Eyepatches, ja. Okay, für Nikolaus ganz in Ordnung, denn ich mag Eyepatches, also ist das okay. Nummer 7 ist relativ schwer und hat was von Soul Clean drin. Und zwar ein Balancing Cleanser. Okay, also es ist einfach ein Waschgel. Sagen wir mal so jetzt, ein Waschgel ist es. Nummer 8. Hier kommen Gerüche raus. Okay, und hier ist eine Fußmaske drin. Fußmasken, ja. Okay, ich hatte mal eine Fußmaske, die war nicht so toll. Danach haben sich meine Füße immer blöd angefühlt. Ja. Ein Fußpeeling-Mask. Nummer 9. Und in der Nummer 9 ist wieder ein kleines Tübchen von Terry the Mars. Ein Eye Contour Cream. Nummer 10 hat eine Mascara drin von Mecco Beauty. Ja, einfach eine ganz einfache Mascara. Wir kommen zur 11. Und in der 11 ist ein Nagellack drin, in einem richtig schönen Glitzerpartikelton. Also da sind ganz, ganz viele Glitzerpartikel drin in Silber. Die 12 ist genau neben der 11, also brauche ich nicht suchen. Wir sind bei der Halbzeit angekommen. Und hier ist was drin, eine Flüssigkeit. Und zwar ist es ein Rosenwassertoner von Mario Badescu, keine Ahnung, Skincare. Witch Hazel and Rose Water Toner, okay, mit 59 Milliliter, also einfach ein Toner. So, wir kommen zu 13. In der 13 haben wir ein Pinsel drin, ein Pinsel von Nire Beauty. Ja, ein XXL Eyeshadow-Pinsel. Das sieht aus wie diese Eyeshadow-Pinsel, aber wirklich riesig. Sehr interessant. Mache ich mal gleich wieder zu. Nummer 14 hat eine sehr crazy Verpackung, muss ich sagen. Von Evoluderm ist das ein Peeling, würde ich behaupten. Ja, ein Body Scrub. Ein Body Scrub. Sieht sehr ansprechend aus, auf jeden Fall. Nummer 15. Hier ist ein von Modelco Highlighting Shimmer Rip drin in Champagner. Okay, also würde ich sagen, ein Highlighter. Ja, das ist einfach so ein Highlighter in so einem Tübchen drin, ne? In Champagnerton. Nummer 16. Und hier ist ein Säckchen drin, ne? Okay. Okay, hier sind so zwei so eine mehrmals verwendbaren Wattepads sozusagen drin. Die kann man auch seine Finger reinmachen und die benutzen. Das finde ich sehr cool und die fühlen sich auch sehr, sehr hochwertig an auf jeden Fall. Und mit dem Säckchen ist auch praktisch, dann hat man es gleich so zusammen. Die Nummer 17 war ganz am Rand, ist wieder ganz schmal. Hat auch ein schmales Produkt drin und zwar sieht das voll eklig aus, okay. Von Lü bei Jinseo, ein Clear Spot Control. Okay, kann ich euch nicht sagen, was das ist. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, soll das so aussehen? Das sieht irgendwie gar nicht lecker aus. Guckt mal. Kann ich euch nicht sagen. Ich habe kein Heft, gar nichts. Also ich kann euch leider nicht sagen, was das für ein Produkt ist. Nummer 18 hat wieder ein Tübchen und hier ist was drin. Das ist lustig. Von Elemis ist was drin. Von Elemis war noch nie was in der Goodie Box. Und zwar ist es die Marine Creme, Pro Kollagen Marine Creme. Und die passt perfekt zu dem Marine Pro Kollagen Marine Cleanser, den ich gerade in der Glossy Box hatte, in dem Glossy Box Adventskalender. Also passt gut zusammen auf jeden Fall. Nummer 19. Und hier ist was von eCooking drin, ne? Ein Self-Tanning Drop. Okay, Self-Tanning Drops sind hier drin. eCooking soll ja sehr gut sein. Bis jetzt habe ich es immer nur verlost.
E-Cooking. Die werden auch wieder in der Verlosung oder auf dem Aminata Schnäppchenmarkt landen, weil Self-Tanning Drops, würde ich jetzt von mir selber behaupten, brauche ich jetzt nicht. Die kommt zu 20 und die ist riesig, also ein Riesending, aber ist nicht wirklich schwer. Und hier ist von Manakada Beauty, sind hier zwei Beauty Blender drin, so eine Beauty Sponge Dinger. Finde ich gar nicht schlecht, ist mal auf jeden Fall was ganz anderes, gefällt mir eigentlich ganz gut. Einmal größer, einmal kleiner, sehr cool. Nummer 21 hat was drin von Symbiosis London. Eine Detoxifying Mask. Also ist auch wieder eine Maske mit Rose und AHA. Nummer 22. Okay, das ist was anderes. Ich dachte, das ist was ich schon habe. Wie kriege ich es denn auf? Okay, auf jeden Fall ist es ein Fläschchen mit einem Parfüm drin, würde ich sagen. So sieht es aus in so einer Tüte. Okay, das ist mit so einem Roll-Ding, aber wow. Es riecht voll männlich, also es ist kein angenehmer Duft, den ich so tragen würde. Ist halt aber so ein Roll-On, das finde ich gar nicht schlecht, weil das kann man sich gut in die Tasche stecken und einfach so benutzen. Sehr cool. Von der Art her, der Duft, no. Wir kommen zu 23, die ist Miniatur. Und hier ist was drin, was schon ein bisschen dreckig ist. Und zwar von Sandstone, eine Eyeshadow. So eine einzelne. In so einem Bronzeton, würde ich sagen. Das war die 23 und jetzt kommen wir schon zu 24, zum letzten Türchen. Gleich kommt mein Fazit, aber ihr seht, ich bin jetzt nicht so begeistert irgendwie. Ich bin sehr gespannt, weil die 24 ist klein und leicht. Und hier ist von einer Marke was drin, die ich nicht kenne. La Rizzi Cosmetics. Ist hier was drin? Eine vegane Marke und hier steht Lux Powder drauf. Ich glaube, das ist ein Blush. Ich mache es gleich mal auf. Ihr könnt gar nichts sehen. Es ist einfach nur schwarz. Auch das könnt ihr nicht sehen. Ja, also es ist einfach ein ganz einfacher Blush. Das war das letzte Produkt. Und jetzt zeige ich euch, was alles drin war. Nochmal auf einen Blick. Mein Fazit ist enttäuscht. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich muss wirklich sagen, ich war vom Glossybox Adventskalender begeistert. Er hat mir Spaß gemacht auszupacken. Der Goodiebox Adventskalender, ja, es wird definitiv ein hochwertiger Adventskalender sein. Davon gehe ich stark aus. Und ich bin eigentlich auch ein Fan von der Goodiebox und da sind viele tolle Produkte drin. Aber wenn man so nicht zum Lesen hat, kein Heftchen, gar nichts, irgendwie nicht Bescheid weiß, dann gefällt mir auch dieses Design überhaupt nicht. Die Kästchen waren irgendwie ein bisschen billig gemacht. Ich habe die gar nicht richtig rausbekommen. Also der Adventskalender hat mich von der kompletten Art enttäuscht. Vom Inhalt, wie soll ich sagen, jetzt nicht so wirklich, weil es sind ja tolle Marken da drin und neue Marken zum Ausprobieren. Aber es ist irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Also es hat mir keinen Spaß gemacht, den Adventskalender auszupacken. Mich würde sehr interessieren, wie findet ihr denn den Adventskalender? Oder seid ihr auch zum Beispiel enttäuscht, weil ihr den bestellt habt, dass ihr den überhaupt bestellt habt? Oder sagt ihr, nee, jetzt will ich den auch nicht mehr bestellen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch jetzt das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert. Und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!